so. Ach, das ist ja noch. Stimmt, hier waren ja zwei, ne? Autsch. Er droppt wieder was? Was ist das da unten? Also den Turm da oben hätte ich schon gerne. Mal gucken. Okay. Braucht man drei oder vier für den nächsten? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist jetzt tolle Samen, mit denen kann ich meine Tasche vergrößern. Du hast hier mal gar nichts zu sagen. Und eigentlich hätte ich lieber... Weg von euren Waffen. Die haben auch nochmal was gedroppt. Dann war das vielleicht, sind die vorhin vielleicht weggebuggt oder weggeflogen oder so. Ich meine, ich benutze die Sachen halt eh nie. Oh. Was ist das denn? Wait, von da komme ich. Okay,
Okay, bevor das jetzt irgendwas ist, was mich gleich umbringt, speichern wir. Was bist du? Das ist, glaube ich, was Gutes. Oder? Hallo? Zumindest war das beim letzten Mal was Gutes. Bitte höre mich an. Ich bin die große Fee Caesar. Hier war früher eine wunderschöne Quelle, doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubin. Ach so, ja, da muss ich Rubine geben. Ach, nur 500? Gar kein Ding. Die habe ich nicht. Okay, aber die will ich mir markieren. Sind hier keine Felsen, die ich hier runterstoßen kann oder so? Er buggt. Das funktioniert nicht so ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Bin ich ja ehrlich. So, wie wär's? Gehen wir da jetzt endlich mal hoch? Nachdem ich hier angefangen habe rumzuspielen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Fee damals gemacht hatte, ehrlich gesagt. Kann eigentlich nicht schöner Blutmond sein, oder? Wir riskieren es einfach nicht.
mein Tee ist ja leer. Sad. Ich vergaß, dass die hier sind. Oh wow. Nein, 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 nein. Ich bin auch dumm, ne? Der wollte da anfangen runterzurollen. Ich hatte Angst, dass... Trixie! Bye. Ich weiß ja, hä, wie soll ich denn? Ah, da. Ich glaube, das sollte so sein, oder?
Ja, mit Sicherheit sterbe ich, wenn ich in das Zeug reintrete. Ich möchte jetzt nicht demonstrieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich draufgehe, wenn ich in das Zeug reintrete. Weil das scheint ja böse zu sein. Nice. Zweiter Turm. Ey, diesmal hat es nur eine Stunde gedauert. Ich glaube, das müsste jetzt die Karte sein, wo ich auch sehe, wie ich zum Vogelvolk komme. Ja. Was ist los mit dir? Hm? Bist du am Meckern? So, hier bin ich, hier ist Map-Ende. Und da muss ich hin. Ist das schon das, was wir da sehen können? Nee. Okay, wir gehen mal wieder back auf die Straße. Aua, die können mich ja echt angreifen. Ich glaube, wir hätten unser Pferd doch noch mitnehmen können, ne? Nein, 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 nein,
Kann er mich bitte in Ruhe lassen? Oh mein Gott. Oh, und ich habe mich gefragt, was das für Viecher sind. Wait, kommt er hier immer noch hochmarschiert? Nee, ne? Nee, ich glaube, der hat sich das da wieder bequem gemacht. Das ist halt immer noch knapper. Ich habe ja schon mit den kleinen Steinen Probleme. Auf den Riesenstein habe ich gerade nicht ganz so viel Lust. Irgendwann, Leute. Diese Brücke gefällt mir ja nicht so, ne? Das sind Eidechsen. Aber 120 Leben ist okay. Bevor die gleich kaputt ist, nehme ich die neue mit. Vielleicht sind wir doch hier richtig. Ich habe das Gefühl, die Monster sind ein bisschen... Ich sag's nicht. Ich sag's einfach nicht. Ich spreche das nicht zu Ende. Geil, wir haben wieder zwei Leben. Ist eigentlich nie ein gutes Omen, dass wir die haben. Eigentlich passiert danach immer irgendwas Schlimmes. Ich hätte mein Pferd tatsächlich diese Etappe noch mitnehmen können.
Ja, schon wieder. Ich kann mich zurück, ich kann nicht zurückkehren, bis ich das Versprechen erfüllt habe. Was für ein Versprechen. Mein Versprechen, darüber kann ich noch nicht reden. Aber wenn es soweit ist, wenn ich meinen Teil dazu beigetragen habe, die alten Lieder zu überliefern, dann werde ich dir in meiner Heimat von meinem Versprechen erzählen. Und darum sollte ich jetzt aufhören zu reden und mich wieder meiner Kunst widmen. Möchtest du das alte Heldenlied hören, das mein Meister mich gelehrt hat? Ja, bitte. Mit Vergnügen. Legen wir los. Ist aber nicht wieder dasselbe, oder? Seid eh vom Bösen gequält. Das immer wiederkehrende unheilsame Ganon, die Verheerung war sein Name. Doch, das ist schon wieder dasselbe. Nein. Ich dachte, das wäre jetzt ein neues, weil wir jetzt in einer anderen Region sind. Curryreis. Ich habe leider keine Reis. Goronengewürz. Und da die Vogelleute? Ja, ne? Ja. So, dann skippen wir bis morgens und dann mal gucken. Gehen wir da noch hoch. Ich glaube, da oben war auch irgendwo ein Schrein. Aber der Titan scheint ja nett zu sein. Vielleicht muss ich hier ja gar nichts machen. Der erste Titan war auch nett. Naja, der hätte fast ganz Hyrule überflutet, ne? Dass der Link nach 100 Jahren mal eine Dusche verpasst hat. Heina. Dorf der Orni. Hi. Zu wem muss ich denn wohl? Ist schon schön hier.
Das ist die Schlafstätte hier. Das sieht so hübsch aus. Hallo, guten Morgen. Bist du zufällig auch auf Reisen? Jep. Dachte ich's mir. Was gefällt dir hier im Dorf der Orni am besten? Mir gefällt immer schon, wie schlicht hier alles ist. Aber für die Flitterwochen war das wohl die falsche Wahl. Meine Frau meckert in einem fort. Es ist zu kalt, hier gibt es nichts zu tun. Oh weh. Wenn es so weitergeht, sind wir am Ende der Flitterwochen schon wieder geschieden. Ich muss Röstäpfel machen. Oh, ich weiß doch selber nicht, wie man Röstäpfel macht. Hä, ich habe keinen Feuerstein dabei? Ich wollte gerade sagen, ich hab doch Feuersteine gesammelt. 100 Rubine für einen Feuerstein? Wie, für den ersten gibt er mir 100 und für 10 weitere 70? Was gibt es hier? Weizen, Essen, Bombenpfeile, Holzpfeile, Glutlinge und ein Buch. Die ist ja hübsch. Wieso habe ich so wenig Rubine? Irgendwas mache ich falsch. Muss ich die Sachen doch verkaufen? Ich muss, glaube ich, mehr verkaufen, oder? Wer ist sie denn? Was ist das hier? Wer Wamedo da herumfliegt, geht es allen schlecht? Ja, wieso geht's denen schlecht? Der macht doch nichts. Hier kann man kochen. Eine Holzkelle als Waffe. Haha. Eventuell verkaufen. Ja, sollte ich beim nächsten Mal machen, muss ich dran denken. Zum Beispiel die ganzen Monsterteile, die werden mir wahrscheinlich kaum was bringen. Willst du eine Geschichte hören? Schön, das wollte ich hören. Ahem. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf einem großen Berg und blickte nach Nordwesten. Plötzlich sah er einen riesigen weißen Vogel vorbeifliegen. Mein Opa flog dem weißen Vogel hinterher und dann tat sich der Bauch des Vogels auf und darin war etwas ganz Wertvolles. Und das war... Ja... An der Stelle bin ich immer eingeschlafen. Ah, aber ich weiß genau, welcher große Baum das war. Der große Baum, da kannst du ihn sehen. Was war bloß im Bauch des Vogels? Mein Opa kann ich nicht mehr fragen. Es ist traurig, ich werde es nie erfahren. Jetzt gerade kann ich dir auch nicht helfen. Oh! Mein Controller ist leer. Was gibt's hier so?
müssen später auch noch oder beim nächsten Mal mit den ganzen Leuten auch mal sprechen, aber gerade möchte ich mich einfach nur mal umsehen. Wir müssen eh bald ausmachen. Oh, ein Gast. Hoho, was du da am Gürtel hängen hast, ist das etwa... Wo sind meine Manieren? Ich bin Kaneli, der Häuptling des Dorfes der Orni. Also, was du da am Gürtel hängen hast, ist das ein Schikastein? Ich hab doch gesagt, mein Controller ist leer. Genau. Hoho, es stimmt also wirklich. Du bist ein Recke und kannst wie Rivali den Titan Varmedo steuern. Nein, es kann nicht sein. Die Recken wurden vor 100 Jahren ausgelöscht. Er muss den Schikastein geerbt haben. Oh, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Nachfahre des Recken. Wenn du meine Bitte erhörst, werde ich dir ewig dankbar sein. In Ordnung. Keine Zeit. Ich danke dir. Nun, da ich weiß, dass du der Nachfahre eines Recken bist, habe ich eine große Bitte. Ich möchte, dass du Varmedo, der über uns am Himmel kreist, aufhältst. Es gibt nur einen Weg, einen Titan zu stoppen. Ein auserwählter Recke muss in sein Inneres eindringen und die Kontrolle übernehmen. Theber und Hertes, zwei übermütige Jünglinge aus dem Dorf, haben versucht, Medo auszukundschaften. Dabei ist Hertes verletzt worden. Aber du bist der Nachfahre eines Recken, deshalb erhöre meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Theber. Er hat vor, Medo noch einmal anzugreifen. Sprich mit ihm. Zusammen könnt ihr Varmedo vielleicht aufhalten. Okay. Wir machen jetzt erstmal den Schrein. Zumindest gucke ich da mal rein. Wenn ich da einmal drin war, beziehungsweise auch wenn ich ihn aktiviert habe, ich muss da gar nicht reingehen, dann kann ich ihn auf alle Fälle beim nächsten Mal als Teleporter nutzen. Weil wie ihr merkt, bin ich ziemlich müde. Ich glaube nicht, dass wir heute einen Titan besiegen. Windräder. Auf den Namen wäre ich ja nie gekommen. Müssen sich alle drehen? Könnte ich mir vorstellen, ne? Der hier sollte die aktivieren. Kann ich ihn hier? So. Tada! Aber wie kriege ich das da oben auf?
Ich glaube, ich gebe mich erstmal damit zufrieden. Wir haben halt die Kiste, den Loot aus dem Schrein nicht. Durchs Gitter schießen? Also ich meine eigentlich nicht, weil das hatte ich bei anderen, in einem anderen Schrein schon ausprobiert. Hätte ich ausprobieren können. Ich gehe gleich nochmal rein. Aber ich dachte eigentlich, dass ich das bei einem anderen ausprobiert hätte. Hallo Cake, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hol uns mal aus. Warum so monoton gefühlslos? Das war ganz normal. Also, das war nicht so gemeint. Nee, da komme ich doch nicht durch, oder? Nee. Das ist der erste, den ich spiele. Nee. Ja gut, da war ich halt einfach gar nicht. Es war so einfach. Ja gut, wenn man sich einfach nicht richtig umguckt, kann das auch nicht werden, ne? Kann ich jetzt trotzdem ganz normal hier raus? Ja, ne? Beendet habe ich den ja in dem Sinne schon. Gucken, ob wir den Typen finden, mit dem wir reden sollen. Aber den Titan machen wir heute nicht mehr. Das ist... Nee. Hä? Das ist eine Ebene über... Also
also oh. Main Lane auf alle Fälle Support und Elo momentan Silber 2. Oh. Nee, das ist nicht der, den wir suchen. Hi. Yumi OTP? Nee, nee, nee. Hä? Ist mir noch einmal dran? Nee, jetzt sind wir zu weit unten. Tyrion spielt auch League. Oh. Nee, das ist sie auch, er auch nicht. Ja, ist wahrscheinlich der, den wir suchen, oder? Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch. Lante spielt gerade mal seit anderthalb Jahren aktiv. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst. Was heißt, du hast ja auch eine lange Pause zwischen gehabt. Zweifellos einen großen Vorteil im Kampf. Sehr komisch, wenn man direkt in D2 springen würde. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Revali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Garnon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das Einzige, du bist echt unsympathisch. Dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, habe ich deine Gefühle verletzt? Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas Bestimmtes gesagt habe, Cake. Nur wo? Ach so, Lunch spielt gerade mal seit anderthalb Jahren League und das nicht mal durchgehend aktiv. Da wäre es unwahrscheinlich schon Dia 2 zu spielen. Moment, ich vergaß. Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch. Was ist er eigentlich für ein Idiot? Den Typen suchen wir jetzt? Verzeih mir. Ich wollte nicht anmaßend klingen. Ach, ich musste. Ah, ich musste mit ihr reden. Okay.
Juckt halt echt keinen. Naja, wenn man Bock auf das Spiel hat, dann halt einen selber, ne? Wait, wo ist er denn? Ach so, nee. Ich glaube, dann können wir hier heute für heute aufhören. Wenn wir jetzt wieder aus dem Dorf raus müssen, dann können wir den beim nächsten Mal suchen. Ist eh schon 21:15. Huch.